Ja, eine kleine Erklärung, wie der Simulationsbot funktioniert. Wenn man oben in die URL-Zeile des Browsers t.me/die-liste-bot eingibt, dann kommt man auf diese Seite, die dann automatisch den Bot in entweder Telegram startet, falls das auf dem Rechner installiert ist, oder falls man den Link von einem Smartphone aus aufruft, wird man natürlich direkt zu seiner Telegram-App verwiesen. Ich werde den Telegram-Bot jetzt von der aus dem Web heraus starten, damit das Video hier vernünftig aufgezeichnet werden kann. Und hier geht es jetzt im Prinzip los mit Herzlich willkommen, Gibro. Das ist die Grundfunktion von diesem Bot. Normalerweise bekommt man immer Texte und im Anschluss an diese Texte gibt es die Möglichkeit, jeweils aus festen, vorgesehenen Möglichkeiten auszuwählen. Außer bei dieser einen Frage, hier ist man auf der Suche nach einem Passwort für Geheimnismaterial, das an die Öffentlichkeit muss. Aber an die genaue Adresse zu kommen, muss man als allererstes ein Passwort auflösen. Das findet sich hier auf dieser Seite wieder. Und jetzt muss man sich mal angucken, was an diesem Bild einem irgendwie komisch vorkommt. Und dann kann man so einen ersten Versuch abgeben, wie wohl das Passwort auszusehen hat. Und gibt dieses Passwort dann hier unten in die Zeile ein. Und der Bot antwortet dann auf jeden Fall entweder mit, das ist die richtige Lösung, oder in diesem Fall mit, das Passwort ist leider falsch. Jetzt bekommt man aber auch eine genaue Anleitung, was man als nächstes eigentlich tun muss. Und so kann man dann im Prinzip das gesamte Spiel durchspielen und muss eigentlich sehr viele verschiedene Rätsel lösen und lernt ganz viel über Datensicherheit, über Verschlüsselung, über sichere und unsichere Passwörter, über Passwortmanager, aber eben auch über sichere Kommunikation im Internet. In diesem Fall verlagert sich die Diskussion irgendwann von Telegram, das ein sehr unsicherer Messenger ist, nach Signal.